Alexa, weather. Right now in Hockaway, it's 30 degrees Celsius with mostly cloudy skies. Today's forecast has mostly sunny weather with a high of 31 degrees and a low of 23 degrees. Ja, mein Nachbar macht halt ein bisschen Krach, ne? Seit einer Stunde. Ich habe die Fernbedienung wieder in die Sonne gelegt, also die Sonne ist ja nicht draußen. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Da muss ich mal sehen, ja. Wäre natürlich schön, wenn es bewölkt bleibt, dann kann ich nämlich irgendwo hin. Vielleicht mal die Pillbox hoch in Flipflops. Oh Gott! Aber ich weiß noch nicht. Alexa, weather. Right now in Copperway, it's 31 degrees Celsius with cloudy skies. Today's forecast has mostly sunny weather with a high of 31 degrees and a low of 23 degrees. Also da hinten regnet's. Es ist wirklich warm. Es weht kaum. Also wäre meine Drohne jetzt in Ordnung. Ich probiere gleich nochmal die Fernbedienung aus. Die liegt schon wieder den ganzen Morgen und Mittag draußen. Und größtenteils ist es bewölkt. Ist natürlich Samstag, ne? Also meine Maus unterwegs. Aber ich wollte mal diese Pose ausprobieren mit den eingefärbten Ködern. Ich habe irgendwo auch noch Lockstoff, was bestialisch nach Fisch riecht. Das habe ich versucht zu finden, nicht gefunden. Brauche ich aber jetzt noch nicht zwingend. Die eine oder andere Pflanze braucht ein bisschen Wasser. Fahre ich gleich vielleicht mal los. So, die Batterie der GoPro 4 Silber, die lädt gerade auf. Die beiden. Das Plastik ist ein bisschen kaputt gegangen beim Rausholen aus diesem Ding. Das ist jetzt klebig gerade. Na, alternativ habe ich halt noch die kleine Kamera, ne? Die kann ich auch nehmen. Die werde ich wahrscheinlich hier an dieses Handheld einfach machen. Die macht eventuell, also jetzt nicht 4K Videoaufnahmen, ja, was ja meine Videos normalerweise sind, sondern nur 2K. Aber eventuell ist der Sound besser. Muss ich mal sehen. Ist auf jeden Fall besser zu hantieren als das Handy. Und das Programm, was ich benutze, dieses VDC, hast du nicht gesehen, das mag die Files auch wesentlich besser. So, es ist weiterhin bewölkt. Ich habe mich gut ein bisschen um den Garten gekümmert. Gut, aber es ist schweinewarm und schwül. Okay, das Ding sagt nur 55% Luftfeuchtigkeit, das kann aber nicht sein. Aber alle Blumen haben Wasser. Und jetzt kann ich gleich eigentlich mal zum Meer fahren. Flut, ganz seltsam. Also wir haben keine hohen Fluten. Also die Flut ist nicht sehr hoch. Maximale Flut, die überhaupt erreicht wird, ist um 4.30 Uhr. So, jetzt benutzen wir eine kleine Kamera. Mal gucken. So, ich habe gerade nochmal einen Trick im Internet gesehen. Und zwar kann man mit dem Öl hier auch Feuchtigkeit aus elektronischen Geräten halt von den Circuits, hier von den Kontakten entfernen. Ich weiß nicht, ob da noch zu viel Moisture drin ist und ob das jetzt das Salz ist oder sonst irgendwas, aber die Fernbedienung funktioniert eigentlich, aber die LEDs, die funktionieren nicht und ich glaube auch, dass die Batterie sich sehr, sehr schnell entlädt. Ich spule das jetzt mal ein, dann entferne ich das Öl wieder, so gut es geht, und dann gucke ich nochmal. Also ich glaube, das war keine gute Idee. Besonders nicht, weil die Batterien noch drin sind oder drin waren. Jetzt habe ich sie rausgenommen. Denn es hat ein bisschen Qualm verursacht und ist auch verbrannt. Irgendwas ist da jetzt durchgeknallt. Auf jeden Fall habe ich es richtig eingeölt jetzt. Lasse ich das ein bisschen soaken und dann entferne ich das Öl irgendwie. Aber ich glaube, jetzt habe ich sie endgültig zerstört. Jetzt haben wir schon Viertel nach vier. Ich fahre jetzt ganz kurz zu Walmart. Ich habe so Flipflops, die lösen sich langsam in Wohlgefallen auf. Die sind noch okay, um die ans Meer anzuziehen und ans Strand und so weiter. Aber irgendwie rauszugehen oder sonst irgendwas, sie sehen ganz schön schäbig aus. Das Profil unten ist auch so gut wie weg. Deswegen, ich glaube, ich habe mich bei Walmart gekauft. Deswegen fahre ich ganz kurz bei Walmart vorbei. Online heißt, sie sind ausverkauft. Aber
weiß nie. Und dann fahre ich zum Meer. Der Wind hat natürlich auch gefrischt. Hier auf dem Berg weiter wolkig, am Meer sonnig, aber ich bin ja am Meer dann so um halb fünf, kurz nach halb fünf, und da ist die Sonne nicht mehr so. Und so, da muss ich jetzt eigentlich mal aufpassen. Mein Nacken hat sich gepellt und ja, auf geht's. Ich bin ein bisschen weiter durchgefahren, ist natürlich überall der Teufel los. Und jetzt muss ich doch hier mit den Artificial Lures angeln, denn ich habe zwar ein System fertig, aber die ganzen Ersatzköder, die liegen schön bei mir zu Hause im Eisfach. Fantastisch. Da ist ein bisschen mehr los, als ich dachte. Könnte man von der Straße aus gar nicht sehen. Außerdem muss ich aufs Klo. Und ist hier schlecht. Also lang werde ich nicht bleiben. Sonnenuntergang wird eh nichts. Von daher. Aber der ist eh erst in eineinhalb Stunden. Und der Wind ist stärker, als ich dachte. Der Kollege hier neben mir, der hat einen dieser Trompetenfische gefangen. Diese ganz dünnen. Die fasst man lieber nicht an. Die stinken wie die Pest und sind schleimig wie Hulle. Ja, ich hatte einen hinterher schon mal größeren Fisch. Ich wechsle jetzt mal den Köder, also lang bleibe ich nicht mehr. Wo es eigentlich angenehm ist. Bisschen laut. Ja, der Wind wird nicht wirklich besser. Wird auch immer flacher. Die Kollegen da hinten, die fangen die kleinen Fischchen da. Aber das ist auch alles. Ja, lang bleibe ich nicht mehr. Es sind Schnorchler draußen. Und einiges ist los am Strand hier. Aber will ich wurscht. Der fängt hier schon wieder einen Fisch, Mann. Ich weiß nicht, was der. Ah, ich glaube, hat er verloren. Aber der benutzt diese Wasserkugel mit irgendwas. Ah, jetzt hat er einen Hänger. Naja. Ich weiß nicht, was das für Fische sind. Hier fängt man ja alles Mögliche. Aber der fängt hier mit seinen Kindern. Ja, es war wahrscheinlich. Boah, er weht das wieder. War ziemlich dumm. Aber ich habe gerade einen Squid gefangen mit dem Köder hier. Ich kann es nicht glauben. Das wäre natürlich perfekte Bait gewesen. Aber ja, ich kann nicht glauben, dass ich mit diesem Köder hier einen Squid gefangen habe. Das war super lucky. Aber der war super happy. Also den Squid, den ich da gefangen habe, ne, der ist doppelt so groß gewesen wie die man bei Walmart kaufen kann. Das kostet 10 Stück für $10 oder so. Ich ärgere mich tierisch gerade, dass ich sie weggegeben habe. Ich habe nämlich, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe eine Tüte mit. Ich dachte, ich hätte nichts mit. Also erst dachte ich, es wäre ein Oktopus, ja, wegen den Tentakeln. Und die fasse ich ja nicht an. Die fängt man hier manchmal auch per Zufall mit der Angelrute. Aber der Squid, das wäre nicht nur mal interessant gewesen, es zu probieren, sondern das wäre der perfekte Angelköder gewesen. Ärgert mich gerade. Ich wäre beinahe zurückgegangen und hätte gesagt, oh, ich habe doch eine Tüte mit, kann ich ihn wieder haben. Aber die beiden Kinder waren so happy und der war auch einigermaßen happy. Aber der meinte auch zu mir schon, den benutzt er auch nur als Köder. Ja, sowas, so ein Glück werde ich nicht nochmal haben. Dass ich eine Tentakel genau mit dem Haken so mittig erwische, dass der Squid hängen bleibt. Da gibt es ja extra Köder für. Naja, jetzt fahren wir nach Hause. So, ich bin wieder zu Hause. Die GoPro Hero 4. Die beiden Batterien, die ich da hatte, die sind aufgeladen gewesen. Ich habe das mal eingestellt, so gut ich konnte. Ey, das ist ja schon ein Unterschied. Nicht nur, dass ich jetzt kein Display hier vorne habe, sondern wenn ich 4K Video aufnehme, dann ist die maximale Framerate 12,5. Und bei 2,7K immerhin 24. Also das ist schon ein Generationsunterschied von der Hero 4 zur Hero 12, die ich jetzt habe. Naja, ich guck mal, wie das Video wird hier. Eventuell benutze ich dann in den nächsten Tagen. Und wenn das schlechter ist als die kleine Kamera, die ich heute benutzt habe, jetzt hier am Meer,
Dann benutze ich halt die kleine. So, ich habe ein bisschen Hunger. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, das zu essen zu machen. Gott, ich glaube, ich esse erstmal eine Tüte Pringles. Und dann gucke ich, ob ich nachher gleich noch einen Salat esse. Nervt mich, dass ich den Squid weggegeben habe. Klar habe ich eine Tüte mit. Ich hatte ja den Rucksack mit. Ja, nicht drüber nachdenken. Also das ist schon eine uralte Kamera. Die hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Front-Display funktioniert nicht mehr. Die muss ich mehrmals kleben. Aber wenn sie noch Aufnahmen macht. Ja, da ist auch dieser eine kleine Kitsche drin in der Linse. Das glaube ich, muss ich mal wegschmeißen. Ich habe mir gedacht, die kann ich mal eintauschen, die eine bessere noch. Weißt du, manchmal gibt es ja so ein Angebot. Schicken sie uns jegliche Digitalkameras ein und dann kriegen sie was weiß ich. 20% off. Und die funktioniert theoretisch noch. Ich hätte mir noch diese Kartoffeln gekauft, dieses Kartoffelgratin. Das läuft in einer Woche ab, das mache ich gerade im Ofen. Gesehen, also die GoPro, die Vierer, weder von der Bild- noch von der Tonqualität. Und das shakt auch so, da ist ja nicht mal so ein Stabilizer oder sonst irgendwas drin. Kann ich knicken. Ja, der Ton von der kleinen Kamera, ich weiß nicht, warum der manchmal einfach kaum vorhanden ist. Das ist wieder so eins der Video heute gewesen, wo Ton einfach, das kann man auch hier richtig verbessern. So. Es gibt ein deftiges Abendessen. Ich gucke mir gerade einen Film an, der ist aber nicht so toll. Eigentlich gucke ich wahrscheinlich noch zu Ende. Die Alone. Und morgen am Sonntag muss ich kurz mal zu Costco. Ich brauche Milch. Und noch irgendwas. Weiß ich aber jetzt nicht. Okay. Ja, das war's wahrscheinlich für heute.